Praxe Digital. Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu meiner Videolesung. Hier präsentiere ich meine aktuelle Roman Ave Maria. Ich möchte erst einen kurzen Auszug in chinesischer Sprache und dann einen längeren Auszug auf Deutsch vorlesen. 选自万福玛利亚。 这栋的住户跟彼此多说一句话似乎对谁都很困难，尽管岳华明也没有兴趣要知道他人的生活。然而不必特别留心，他在搬来不久之后便发现他的邻居们有一种他很难理解的沟通模式。在社区布告栏旁边或楼梯间的墙壁上不时贴了一些纸条，例如：请勿在楼道抽烟，不要堆放杂物或垃圾。 甚至直接贴在邻居门上，要求该户如何怎样。这些纸条出现的频率比他遇到邻居互道 “Hello， 早安，午安，晚安”再见的频率还要高。其中最善用这种沟通模式的住户就是史密特女士。前天早上，史密特女士才在她门口贴上“谨记社区守则，不要在晚上10点以后使用洗衣机”的字条。明明只有一句话。 史密特女士却是将它另出来，并且把整张A4纸服贴在她的门板。那行沿用预设字形与大小的字印在直视列印的预设起始位置。以下的纸面孤零零的空白着，还微微翘出一个弧度。这不过是史密特女士贴过的诸多高士里微不足道的一例。史密特女士在楼梯间的所有可能地方贴过纸条。 写过一再超乎想象的内容，跟其他邻居相比，他的字条材质与格式还逐年进化，发展到自成一格。用胶带固定的一般便条纸或者黄色便利贴细数他的手写时期。今年他可能买了印表机，所以他的字条都变成用标准规格的办公用纸列印。他有时候会签名，更多时候不。 然而，他的措辞总是让人一看就知道，又是他的手笔。Keiner liebt mich, heißt bitte lieb mich. Von Zhou Yongshan, Übersetzung Johannes Fiedeling. Den Bewohnern dieses Hauses fiel es offensichtlich sehr schwer, auch nur ein paar simple Sätze miteinander zu wechseln. Yuehuaming interessierte sich ja auch nicht sonderlich für andere Leute Privatleben, aber nicht lange nach ihrem Einzug war ihr aufgefallen, dass ihren Hausnachbarn eine Art der Kommunikation bevorzugten, die ihr absolut unverständlich war. Zettel. Zettel auf dem Aushangkasten. Zettel auf dem Wände des Treppenhauses? Im Treppenhaus bitte nicht rauchen. Oder Sperrmüll bitte woanders abstellen. Manchmal wurden die Zettel sogar direkt auf die Wohnungstüren der Nachbarn geklebt, deren Verhalten bemängelt wurde. Man sah mehr von diesen Zetteln als von der Hausbewohner selbst, bekam mehr Beschwerde zu lesen als Begrüßungen zu hören. Und insbesondere Frau Schmidt hatte diese Kommunikationsform zur Perfektion gebracht. Vorgestern erst hatte sie morgens eine Zettel von Frau Schmidt an der eigenen Wohnungstür entdeckt. Halten Sie sich bitte an die Hausordnung. Die Benutzung der Waschmaschine nach 10 Uhr abends ist nicht gestattet. Die ganze Nachricht bestand bloß aus diesen zwei Sätzen. Aber Frau Schmidt hatte es sich dennoch nicht nehmen lassen, sie auf DIN-A4-Papier ausgedruckt an ihrer Tür zu heften. Eine Zeile Text in der voreingestellten Fontgröße ganz oben an Rand, darunter nichts als leeres Weiß, umgeliebt, umgenutzt und vom Bedrucken leichter gewurbt. Aber das war nur eins von unzähligen Beispielen und kaum noch eine Erwähnung wert. Frau Schmidt brachte ihre Zettel an allen nur erdenklichen Stellen dieses Treppenhauses an und sprengte inhaltlich ein ums andere Mal jede Erwartung.
Verglichen mit den Nachrichten der anderen Hausbewohner konnte man bei ihrem Zettel, zum dem über die Jahre eine stetige Verfeinerung hinsichtlich der verwendeten Materialien und des Formats feststellen, so dass Mitteilungen aus ihrer Feder unverkennbar aus der Masse herausstachen. In ihrer handschriftlichen Phase hatte sie noch gewöhnliches Notizpapier oder gelbe Post-its verwendet, die sie zusätzlich mit Klebeband zu fixieren pflegte. Doch dieses Jahr musste sie sicher einen Drucker zugelegt haben, denn sie verfasste ihre Verlaubarungen nunmehr in standardisierter Form auf Büropapier. Manchmal unterschrieb sie, meistens nicht. Aber der ihr ureigene Duktus ließ ohnehin keine Zweifel an der Urheberschaft aufkommen. Im ersten Winter nach Huamings Einzug hatte Frau Schmidt ein Post-it auf dem Treppenhausfenster zwischen der vierten und fünften Etage angebracht. Auf dem stand: Dieses Fenster bitte geschlossen halten, es ist Winter. Woraufhin ein unbekannter Verfasser das Fenster wieder eine Spalte breit geöffnet und unter ihrer Notiz eine Antwort geklebt hatte. Sehr geehrte Frau Nachbarin, es mag zwar Winter sein, aber das Treppenhaus muss dennoch belüftet werden. Frau Schmidt schloss das Fenster erneut und antwortete mit einer weiteren Nachricht, welche sie über die beiden vorhergegangenen klebte. Zur Lüftung ist es nicht erforderlich, das Fenster ganztägig aufgesperrt zu lassen. Meine Wohnung ist so nicht vernünftig beheizbar. Falls der betreffende Nachbar weiter auf die Öffnung dieses Fensters besteht, hat er mich für die beeinträchtigte Wohnqualität sowie für die unnötige gesteigerte Heizkosten zu entschädigen. Später hatte irgendjemand die Zettel abgenommen. Auf der Fensterscheibe blieben nur ein paar feine Klebespuren zurück und jedes Mal, wenn Huamin daran vorbeigekommen war, hatte sie kurz innehalten müssen. Anscheinend war sie die Einzige, die sich an diesen Klebereste störte. Irgendwann hatte sie es nicht länger ausgehalten und sie heimlich abgekniebelt. Seitdem hatte sie es sich angewöhnt, bei Passieren dieses Fensters zu kontrollieren, ob es auch festgeschlossen war. Jedes Mal musste sie an den kommentarlos entfernten Zettel denken und manchmal drückte sie sogar kurz gegen den Fensterrahmen, um auf Nummer sicher zu gehen, immer darauf gefasst, dass Frau Schmidt etwas fand, an dem sie Anstoß nehmen könnte, obwohl sie alles dran setzte, ihr nicht in die Quere zu kommen. Am Schulregal hing noch Frau Schmidts Zettel von vorgestern. Huamin zog das Klebeband ab und warf ihn aufs Altpapier. Am nächsten Tag fand sie neben dem Flurausgang von gestern in selber Höhe, aber auf die Wand geklebt, ein weiteres Dingervierblatt vor. Ebenfalls von Frau Schmidt, wenn auch nicht unterzeichnet. Inhaltlich deckt sich im Großen und Ganzen mit dem vorhergegangenen Schreiben, jedoch ergänzte um den Hinweis, dass man, da der Versuch einer Konsensfindung mit der betreffenden Nachbarin ergebnislos geblieben sei, nunmehr beschlossen habe, am kommenden Wochenende alle hinderlichen Gegenstände vor der Eingangstür zu entfernen. Alle Mitbewohner seien dazu aufgerufen, sich im Interesse des Gemeinwohls an der Aufräumaktion zu beteiligen. Am Abend waren beide Aushänge verschwunden. Dort, wo das Klebeband die Ecken des zweiten Blattes befestigt hatte, waren Teil der obersten Farbschicht abgesplittet und auf der ersten von kurz frisch geweißeten Wand sah man ein paar schmutzige Fingerabdrücke.
Frau Schmidt hatte eine hausinterne Besprechung angekündigt und ein paar Tage lang wartete Huaming auf ihren nächsten Schritt. Doch nichts geschah. Frau Schmidt ging auch nicht von Tür zu Tür, um sich mit den anderen Hausbewohnern abzusprechen. Im Treppenhaus blieb es so still wie immer. Huaming stand vor dem Aushangkasten. Die Haustür stand offen. Sie konnte die grauen Plastiktonne sehen, die zur Hälfte mit Laub und vertrocknete Blume gefüllt war. Frau Schmidts angekündigte Aufräumaktion hatte ebenfalls nicht stattgefunden. Der von ihr beklagte Mühe stand unverändert am Ort und Stelle. Die abgeblättete Farbe der Wand wirkte wie das unschuldige Opfer eines willkürlichen Verbrechens. Huaming verließ das Haus, ohne die Tür hinter sich zu schließen. Als sie nach Hause kam, war die Tür immer noch offen. Frau Meier stand gebückt im Blumenbeet. In der einen Hand hielt sie ein paar verdrohten Blumen, mit der anderen klappte sie vergilbte Blätter vom Boden. Huaming blieb im Eingang stehen und sah ihr einen Moment lang zu. Sie warf einen Blick zum Aushangkasten. Auf dem Glas prangte ein frischer Zettel. Die Haustür bitte geschlossen halten. Sie wollte gerade die Tür zuziehen, da rief Frau Meier. Einen Moment noch bitte. Sie warf die Blumenstängel auf das Komposthäufchen neben dem Beet, streifte die Gartenhandschuhe ab und kam ohne Eile zum Hauseingang. Huaming hielt die Tür auf und wollte sie ihr übergeben, doch Frau Meier spazierte einfach an ihr vorbei nach drinnen. Sie können die Tür jetzt zumachen. Für heute hat sie sich ausgetobt. Huaming blickte ihr konsterniert nach. Mit dem Fuß den Holzkeil, der die Tür fixiert und blieb, während sie drauf wartete, als die Tür ins Schloss fiel, im Flur stehen und musterte den Ausgang hasten. Als sie hörte, wie die Tür ins Schloss fiel, wandte sie sich langsam der Treppe zu. Aber Frau Meier war noch da. Sie schien auf sie gewartet zu haben. Genau, immer schön die Tür zu machen, lobte Frau Meier. Dann setzte sie ein schockiertes Gesicht auf, wendete mit den Armen und rief mit pissiger Stimme. Bei der Kriminalität heutzutage müssen die Haustür unbedingt geschlossen sein. Bloß niemanden heinlassen, den man nicht kennt. In normalem Ton und mit einem verschmitzten Lächeln fügt sie hinzu. Ganz schön paranoid. Huaming war ziemlich perplex. Sie wusste nicht recht, wie sie reagieren sollte. Aber Frau Meier schien das nicht zu bekümmern. Sie drehte sich einfach wieder um und stieg weiter die Treppe hinauf. Huaming war schon klar, dass Frau Meier eben Frau Schmidt imitiert hatte, aber sie hatte keine Lust, es zu kommentieren. Stattdessen folgte sie bloß stumm hinter ihr. Auf halbe Strecke hielt Frau Meier innen, wandelte sich um und murmelte Gedanken verloren. Manchmal können die Deutschen echt schlimm sein. Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Fragte Huaming verwirrt. Ein Lächeln huschte über Frau Meiers schmale Lippen und eine Reihe leichter angegilbter Zähne kam zum Vorschein. Ihre Gesichtsfalten ordneten sich zu einem neuen, schwer zu deutenden Muster. Ich meine manche Deutsche, nicht alle, aber solche hier. Sie regte die Faust und bellte. Ordnung muss sein, die Gestattung des Innenhofs
ist Sache der Hausgemeinschaft. Privatnutzung ist nicht gestattet. Sie lachte ein schelmisches Lachen. Es schien sie nicht wirklich zu interessieren, ob ihr Gegenüber ihr folgen konnte oder nicht. So wäre ich. Schönes Wochenende noch. Als wäre nichts gewesen, klappte sie ihre Schlüssel hervor, schloss ihre Wohnung auf und verschwand darin. Als Huaming lauschte, wie die Tür von innen verriegelt wurde, kam es ihr vor, als zöge innerlich etwas an ihr, aber sie konnte nicht sagen, was. Bei der Wohnungssuche hatte Huaming den Punkt Nachbarn völlig ausgeklammert. Hauptsache, sie kam irgendwo unter. Erst allmählich hatte sie gemerkt, dass sie nicht so richtig in die Hausgemeinschaft passen wollte. Anfangs dachte sie, es liegt bloß an der neuen Umgebung und außerdem war sie ja auch gar nicht auf allzu enger Kontakt mit den Nachbarn aus. Solange man niemandem ins Gehege kam, brauchte man bloß auf Abstand zu bleiben und keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dann wurde sich die merkwürdige Atmosphäre im Hause schon ausblenden lassen. Doch, wie sich zeigt, war es längst nicht so einfach, wie sie geglaubt hatte. Vielen Dank.